Hallo zusammen, hier ist wieder Tilan und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus dem Mists of Pandaria Szenarios. Und da wollen wir insgesamt wieder 30 aufmachen und gucken, ob ich ein bisschen Themok rauskriege. Aktuell brauche ich nicht mehr sonderlich viele. Ich bin aktuell angelangt bei insgesamt 68 fehlenden Items, was knappe 80% sind. Dann in den blauen Kisten brauche ich noch 64 und in den epischen brauche ich noch 4 Items. Und ja, das sind jetzt nicht mehr sonderlich viele. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Ich habe bei einem Twink hier schon mal ein paar besorgt, beziehungsweise das sind alles meine Testchars, deswegen haben sie so komische Namen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal hier am Anfang rein. Also, was haben wir? Eine Waffe, die hatte ich leider schon. Dann haben wir ein episches Ding mit einem Kopf, den hatte ich auch schon. Und da ist ebenfalls leider nichts drin. Als nächstes haben wir dann hier noch einen Warrior. Und da hoffe ich mal, dass wir da was rauskriegen. Oh, Gürtel könnte gut sein. Ah, nice, den können wir noch brauchen. Dann, Schuhe könnte auch gut sein. Nee, die hatte ich schon. Und dann haben wir noch einen Kopf, den brauchte ich leider auch nicht. Als nächstes haben wir dann noch einen Hunter. Was haben wir da? Ein episches Teil. Das hatte ich schon, okay. Dann haben wir eine Armbrust, die habe ich glaube ich auch schon. Und was ist im epischen drin? RIP, dreimal nix. Dann haben wir einen Magier als nächstes. Die Schuhe hatte ich anscheinend schon. Da haben wir leider nur ein grünes Item. Und das letzte, einen Ring. Wieder nix. Dann haben wir noch einen Warrior. Und was haben wir da Schönes? Partikel, die brauche ich nicht. Schultern, die werde ich wahrscheinlich auch schon haben. Ja, und in der epischen Kiste, da ist ein Handgelenk-Item drin. Aber das brauche ich leider auch nicht. Schade. So, dann haben wir als nächstes nochmal einen Hunter. Und jetzt schauen wir mal hier vielleicht. Oh ne, Schultern habe ich bestimmt schon alle. Was haben wir da? Leider nur ein grünes Item und eine Halskette. RIP. Dann habe ich mir jetzt mal noch einen Paler erstellt hier. Schauen wir mal rein. Schultern, die brauche ich nicht. Nochmal was Grünes und Hände episch, die habe ich auch schon. So, jetzt muss doch noch mal was kommen hier. Jetzt schauen wir mal. Ein Priester haben wir als nächstes. Ein Gürtel. Muss nur ein bisschen motzen. So, dann haben wir hier nichts drin. Und im Epischen eine Hose, die habe ich auch schon. Aber zumindest schon mal den Gürtel. Das ist ja schon mal was. Als nächstes haben wir dann einen Magier. Dann schauen wir mal rein. Oh, was haben wir da? Einen Kopf. Den haben wir natürlich schon. Dann haben wir einmal Handgelenke. Die hatte ich anscheinend auch schon. Und was haben wir hier Schönes drin? Einen Ring. Schade, das war leider nichts. Dann haben wir als nächstes noch einen Krieger. Dann müssen wir auch noch das Ding abgeben, sehe ich gerade. So, dann haben wir hier Schönes. Ein Schwert. Ah, ich glaube, ich brauche die Agi-Version davon noch. Schade. Das Ding habe ich schon. Die Stärke-Version. Dann haben wir hier nichts drin. Und was ist da noch Schickes drin? Einmal eine Axt. Und die brauche ich leider auch nicht. Gut, dann haben wir wieder ein paar Kisten aufgemacht und jetzt können wir noch schnell gucken, wo der Endstand ist. Das machen wir jetzt hier auf dem Magier, da habe ich nämlich das Add-on aktiviert. Und zwar sind wir jetzt runter auf 55 Items. Ich habe jetzt zwischenzeitlich nochmal ein paar aus den, aus den Quanten-Items bekommen. Und ja, insgesamt brauche ich jetzt noch 51 aus dem blauen Sack, beziehungsweise noch 4 aus dem epischen. Und ja, das werden wahrscheinlich noch ein paar Openings werden, schätze ich mal, denn es werden jetzt immer weniger Items und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch was rauskriege, was ich noch brauche, natürlich immer ein bisschen geringer. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.